Aber immerhin, schön was vom Vettel zu hören, auch ein bisschen storymäßig ist. So. Du warst sehr gut. Delocon eliminiert und Lord Ratare vertrieben. An diesen Tag wird man sich noch lange erinnern. Was hast du denn erwartet, Alter? Der Verlust von Halidrell Setzen ist unglücklich. Doch der Zweck heiligt bei weitem die Mittel. Sie ist ehrenhaft gestorben. Kein großer Verlust. Das ist eure ganze Philosophie? Sie ist leicht zu ersetzen. Ja, ich werde meine Sklaveneinsätze in gute Hände legen. Verlass dich darauf. Du hast meine beiden kompromittierten Agenten eliminiert. Jetzt ist die Zeit gekommen, uns auf Nomen Kaar und seinen begabten Padawan zu konzentrieren. Es scheint, als wäre unser Gegner gleicher Meinung. Deine Bemühungen bleiben nicht unbemerkt. Ach, scheiße! Nomen Kaar war umtriebig. Ich hab grad vergessen, ich hab grad meine... ich hätte sie fast gekriegt, Freundin. Beleidigt. Scheiße, ich hab sie gesagt, naja, die kann man ja ersetzen und naja und... Und ja, okay, das war gerade ein bisschen peinlich. Dafür, dass ich so einen ganzen Aufwirbel dafür gesorgt habe und Rache, Rache geschrien habe, war das gerade irgendwie ziemlich dämlich. So, ich bin ganz Ohr, aber natürlich, komm zur Sache. Sprecht nicht in Rätseln, sondern sag mir, was geschehen ist. Mit diesem Ton solltest du mir gegenüber vorsichtig sein. Sei still, ich bring dich um. Das ist eine Warnung. Es scheint, als würde dein Schiff verfolgt. Ein ausgeklügelter Sensor verfolgt all deine Bewegungen. Ich habe das Signal zu einem Raumhafen in einem Sektor in deiner Nähe zurückverfolgt. Nomen Kaar hat ganz sicher damit zu tun. Ich hoffe, dass er es ist. Keine Frage, ihr seid übergeschnappt, Baras. Schickt mich zu diesem Raumhafen. Vielleicht ist Kaar dort und ich kann dem ein Ende bereiten. Nomen Kaar ist ein Meister der Jedi-Künste. Unterschätze ihn nicht. Ich habe die Koordinaten an deinen Hauptcomputer geschickt. Begib dich dorthin. Docke an die Station an und hinterlasse einen bleibenden Eindruck. Ich werde einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ich kann Baras irgendwann umbringen. Das wird so geil, wenn ich meinen eigenen Meister töte, um dann selber der Meister zu sein. Boah, das wäre schon geil. Das machen wir. Ich hoffe, das klappt auch irgendwie. Ich hoffe, irgendwann darf man Baras töten. Darauf freue ich mich schon. So, Reise zur Orbitalüberwachungsstation. Na gut, gehen wir. Da sind wir gerade. Nashada. Makeba bis zu viel. Crash auch. Raumschlacht. Was? Orbitalüberwachungsstation. Bitteschön. Jetzt reisen. Auf geht's. Los geht's, auf geht's. Fliegen wir jetzt hin. Ja, das sind nur Raumschlachten, oder? Ja, das sind alles nur Raumkampfdinger. Das ist nicht meins. Raumkampf ist nicht so meins. Mochte ich noch nie, werde ich auch nie mögen. So, Holoterminal, muss ich das irgendwie noch benutzen, oder? Nein, ich muss da jetzt rein. So. Irgendwo hier ist ja... wie hieß der Typ nochmal? Er ist so unwichtig, dass ich schon seinen Namen vergessen habe. Pff, egal. Wer mich aufhalten will, wird draufgehen. So und nicht anders. Wait! Überraschungsangriff? Ich habe heute noch keinen Geburtstag, also... falls ihr das meint, also... wenn ihr eine Überraschungsparty hier geplant habt, dann seid ihr ein bisschen zu spät dran. Zu früh, ne? Also... aber falls ihr mich umbringen wollt, keep trying, das werdet ihr niemals schaffen. So. Nett! So, erstmal auffallen und dann Papa Besuch abstatten. So, ein Sicherheitsflieger, oh. Sie haben hier keine Kosten und Mühen gescheut, um mich aufzuhalten. Das finde ich ja süß. Dass mal ausnahmsweise mal eine Herausforderung für mich besteht. Ja, Tatsache. Ich werde schon fast getötet. Beeindruckt. So, da ist er. Sicherheitschef. Elite-Soldat sogar. Hm, nettes Sümmchenleben hat er auch. Na gut.
Alles hat mal sein Ende, Mann. Mein Freund. Ich hoffe, du hast schon mal Frieden mit dir selbst geschlossen. Wollte sich heilen? Nein, nein, nein. Heilen gibt's hier nicht. Ich heile mich ja auch nicht. Oh, der Wichser hat sich geheilt. Ja, ich konnte ihn ja nicht unterbrechen. Ich hatte Unterbrechen nicht mehr drauf. So, medizinischer Schub, der wird... kriegst du nicht nochmal ab. Noch irgendwelche letzten Worte durchbohrt. Oh, der hat sogar was Blaues gedroppt. Cool. Sogar eine Waffe. Eine blaue Waffe, Vettel. Ach, das ist ein Scharfschützengewehr. Ich glaube, das ist für meinen anderen Typi da. Ich glaube, das gebe ich ihm auch später. Kann ich ihn kurz rufen? Das wäre so... Warte. Wo konnte ich nochmal Begleiter? Genau. Gefährten fortschicken. Gefährten rufen. Ich bin hier wie gewünscht. Ja, 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 ja. Du bist hier wie gewünscht. Ich will dir was geben. Ist auch nicht für dich. Ja, sorry, Bro. Dann auf Wiedersehen. Dann hole ich wieder Vettel. Die ist mir viel stimmiger. Hallo. Hi. Was geht ab? Das funktioniert immer. Ja, dann hoffe ich mal... Was? Ich bin fast tot! What the hell? What happened? Kann mir bitte jemand sagen, wie ich gerade eben von 100, also von vollen Leben... What the fuck? Was war das? What? Warte, das zerstöre ich da hinten mal. So. Schnell auf die. Was war das? Ich hab mich doch geheilt. Wie habe ich denn so schnell Leben verloren, bitte? Aber das war ziemlich bitter gerade eben. Was auch immer das war ziemlich klar, das war nicht cool. Muss ich mir, glaube ich, später mal in der Aufnahme anschauen, was das gerade eben war. Was war das? Das war brutal. Ich muss erst mal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Was ist mit mir? Ich bin draufgegangen. Irgendwas ist passiert. Das gefällt mir nicht. Egal. Guck ich mir dann später in die Aufnahme an. Was war das, Mann? Aber immerhin, die sind stark. Finde ich gut. Solche Leute haben meinen Respekt. So, immer schön heilen. Vielleicht habe ich auch vergessen zu heilen. Kann auch sein. So. Kommunikationsbank. Na, wo ist der Baras, Revan, wer auch immer, wer will sterben? Das ist immer doch die Frage der Fragen. So. Wenn der eingefroren ist, nutze ich die Zeit und töte ihn. Vettel, kümmere dich um die anderen so lange. So, tot bist du auch. Sehr schön. Eigentlich kann ich sie umgehen oder versuchen zu umgehen, aber die stehen zu gut. Sie sind unumgehbar, wenn es so ein Wort überhaupt gibt. So, tot, tot. Sensor-Konsole, was ist das? Ach, die muss ich sogar kaputt hauen. Ich weiß nicht. Soll ich? Egal, komm. No risk, no fun. Man muss ja den Kampf ein bisschen interessant halten. Ja, der... Der hat was drauf, gebe ich zu. Aber ich bin besser. Du wirst mich nicht töten. Ich töte dich. Beelzebub. Knapper Kampf, aber du warst schwach. Zu schwach. Na okay, er hat mich beinahe getötet, aber... Er ist trotzdem gestorben. Ach, Bonus. Kommunikationsdinger zerstören. Cool. Super. Bonus mag ich. Bonus ist immer super. Gab's da was? Habe ich was übersehen? Nee, nicht, dass ich jetzt irgendwie...
Nein, habe ich nicht. Gut. So, zwei von euch. Netter Wachposten. Oh, der hält was aus. Finde ich gut. Auf Wiedersehen. Jetzt stilvoll die Tür einbrechen. Okay, das war wohl nicht so stilvoll, wie ich gedacht habe. Gibt es Probleme, Hiroshu? Sagt mir, warum ihr so beunruhigt seid. Meister K, ihr habt versprochen, dass wir unentdeckt bleiben würden. Aber das Schiff, das wir für euch verfolgen sollten, ist hier. Lasst euch nicht von eurer Angst beherrschen, Hiroshu. Das dient euch nicht. Ich werde mit dem Besuch reden, wenn die Zeit gekommen ist. Also redet, ich mache nie viele Worte. Lasst sie schwitzen. Rechnet nicht mit einer langen Unterhaltung, Jedi. Okay. Ihr habt mir nie gesagt, dass wir hinter einem Sith her sind. Ich habe euch alles Nötige gesagt, damit ihr eure Pflicht erfüllen könnt. Und nun schweigt bitte. Sith, ich nehme an, ihr seid Darth Barras neuer Schüler. Ich bin Jedi-Meister Nomen Kar. Ah, Nomen Kar. Ich kenne euch, sollte ich? Das spielt keine Rolle. Ihr seid der Erzfeind meines Meisters. Barras und ich behalten uns ständig im Auge. Als ich hörte, dass er einen neuen Schüler hat, habe ich Nachforschungen angestellt. Diese Männer haben lediglich die Ausrüstung überwacht und Befehle befolgt. Es gibt keinen Grund für ein Blutvergießen. Ah, das macht mir aber Spaß. Sie können gehen. Das sehe ich anders. Aha. Hey, sie haben mich immerhin ausspioniert, ja? Okay, sie wussten es ja nicht. Sie wussten ja nicht, dass sie in Ziffer folgen. Ich glaube, so würden sie es nicht machen. Okay. Ja, okay, Gnade, sie können gehen. Nur du und ich. Ich bin nur an euch interessiert, Jedi. Diese Männer brauchen nicht zu leiden. Eure Beherrschung ist bemerkenswert. Hiroshu, bitte nehmt eure Männer und geht. Sofort. Danke. Ich danke euch, Meister K. Und euch ebenfalls, Sith. Geht. Natürlich. Vielleicht ändere ich noch meine Meinung. Aus meinen Augen, bevor ich die Geduld verliere. Nun, da sie in Sicherheit sind, werde ich offen reden. Ich weiß, dass Barras Spione hat und ich weiß, dass ihr zwei von ihnen unschädlich machen sollt, bevor sie enttarnt werden. Aber schon bald habe ich den Beweis, den ich brauche. Barras Spione können sich nicht mehr lange verstecken. Rettet euch selbst und gebt auf. Lügen. Barras hat keine Spione. Wir wissen von eurem Padawan. Die Fähigkeiten eurer Schülerin sind ein Schwindel. Sie führt euch auf eine Hexenjagd. Ihr wisst mehr, als ich dachte. Zweifellos ist Barras hinter ihr her, das ist bedauerlich. Ich habe ihre Identität und ihren Aufenthaltsort geheim gehalten. Ihr und euer Meister irrt im Dunkeln herum. Doch mein Padawan ist für mich und den Jedi-Orden von allerhöchster Wichtigkeit. Ich werde nicht zulassen, dass man ihr Leid zufügt. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich habe friedliche Absichten. Sie wird einen grausamen Tod sterben. Ich werde ihren Schädel als Trophäe behalten. Offensichtlich kann man mit euch nicht reden. Verzeiht die Irreführung von vorhin, Sith. Aber jetzt, wo Hiroshu und seine Männer außer Gefahr sind, muss ich euch augenblicklich neutralisieren. Versuch's doch, du Loser. Diese Soldaten gehören zu den Besten der Republik. Ergebt euch und der Jedi-Rat wird nachsichtig mit euch sein. Ha! Das soll wohl ein schlechter Witz sein. Das macht es nur schlimmer. Niemals! Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Macht euch bereit, Männer! Der Sith greift an! Und ich hab sie verschont. Ich hätte sie lieber umbringen sollen. Naja. Man lernt ja immerhin dazu. Das will man ja so gesagt haben. So, ich will lieber diesen Typen haben, der mit diesem komischen... Der komisch hier rumdanzt. Okay, ich bin kurz vom Verrecken. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Ihr habt mich beinahe... Ihr habt mich zum Schwitzen gebracht. Aber das ist auch alles, was ihr schafft. What? Deine Männer waren besser, als ich gedacht habe. Ich bin gefallen. Das ist peinlich.
Rüstung verringert. Klar, meine Rüstung wurde verringert. Kein Wunder, dass ich so viel Schaden einstecken musste. Boah, hätte ich bloß die alle umgebracht. Fucking shit. Naja. Da sieht man's. Der Republik kann man einfach nicht vertrauen. Ich hätte sie töten sollen, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte. So, du kleiner dreckiger Wichser. Du denkst, du hast was drauf? Zeig, was du drauf hast. Ach, das ist eine sie. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Erbärmlich. Nicht meines. Und, Bro. Es war ziemlich... Ah, warte, ich zerstöre noch eure Sensor-Scheiße da. Bevor ich mich mit dir unterhalte. Was macht ihr hier? Hier sind noch mehr von euch. What the fuck? Jetzt tut es mir irgendwie leid, dass ich sie verschont habe. Ich hätte sie umbringen sollen. Das hat mir 100% Nettigkeit eingebracht. Ich muss erstmal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Ich bin nicht nett. Ich bin böse. So, wo sind noch mehr Sensor-Dinger? Alle kaputt hauen, das ist die Devise hier. Warte, ich schau mal, vielleicht muss ich da später sowieso hin. Das sieht aus als... So, du Lutscher, die sind tot.